Am Beispiel des nicht invertierenden Hochtiefsitzstellers mit zwei Schaltern und zwei Dioden, wie hier rechts dargestellt ist, möchte ich nun mal zeigen, wie das Vorgehen bei dem State Space Averaging funktioniert. Das heißt zumindest, wie wir zu unserem nichtlinearen Großsignalmodell kommen. Dazu betrachten wir mal die Schaltung hier rechts. Wir haben hier zwei Schalter, S1 und S2, die gleichzeitig pulsweitenmoduliert eingeschaltet werden. Wir haben dann die beiden Dioden, D1, D2, die jeweils dann den Strom übernehmen werden, wenn die beiden Schalter S1 und S2 ausgeschaltet sind. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, wir sind im kontinuierlichen Betriebsmodus, dass wir nur zwischen diesen beiden Schaltzuständen hin und her schalten, wo jeweils gleichzeitig die Schalter S1 und S2 und gleichzeitig danach die Dioden D1 und D2 eingeschaltet sind und wollen jetzt hier mal ableiten, wie sieht in dieser Schaltung das nichtlineare Großsignalmodell im Zustandsraum aus, wenn wir diese Mittelung im Zustandsraum machen. Das heißt, die Vorgehensweise wäre jetzt hier im ersten Schritt, dass wir die Schaltzustände uns anschauen. Das heißt, wir haben ja eigentlich die beiden Modi, entweder erstens S1 und S2 sind ein, das heißt mit einer Dauer von D mal T während der Einschaltzeit. Dann können wir die Schaltung wie folgt ummalen. Nehmen an, das sind ideale Schalter. Dann ist der obere Anschluss der Versorgungsspannung angeschlossen an die Induktivität L. Die Spannung UL ist gleich der Eingangsspannung und am Ausgang wird der Kondensator C alleine die Last versorgen. Das heißt, wie hier dargestellt, sind sozusagen Induktivität und Kondensator hier unabhängig voneinander. Das heißt, es wird nur zu einem Aufmagnetisieren des Stromes kommen und der Kondensator entlädt sich durch die Last in diesen Zustand. Und wir wollen jetzt hier die Zustandsdifferentialgleichung für diesen Zeitintervall ableiten. Bevor wir das tun, gucken wir uns noch den zweiten Zustand an. Im zweiten Zustand sind S1 und S2 aus, beziehungsweise D1 und D2 sind ein. Dieser Zustand dauert 1 minus D mal T. Wenn wir das aufmalen, dann sehen wir, dass in diesem Zustand die Eingangsspannungsquelle getrennt ist von unserer Schaltung und dafür sozusagen die Induktivität, ihre Energie über die beiden Dioden D1 und D2, die jetzt eingeschaltet sind, an den Ausgangskreis liefert. Das heißt, der Strom IL durch die Induktivität fließt jetzt in den Ausgangskreis rein, lädt den Kondensator auf und versorgt gleichzeitig den Lastwiderstand auch mit Strom. Das heißt, die Energie, die im ersten Zustand gespeichert wird, wird in diesem Zustand in den Ausgangskreis reinfließen. Und wir können dann auch hier in diesem Zustand die Gleichungen in der Zustandsraumdarstellung ableiten. Und das wollen wir jetzt genau tun, um zu diesem Mittelwertmodell kommen. Das war der erste Schritt. Wir haben die Netzwerke für die beiden unterschiedlichen Schaltzustände im kontinuierlichen Betriebsmodus aufgezeichnet. Jetzt im zweiten Schritt werden wir die Zustandsgleichungen ableiten und die Zustandsvariablen einführen. Das heißt, wir ermitteln die Zustandsgleichungen, setzen zunächst mal an die Systemzustände. Der erste Systemzustand wird wieder der Strom durch die Induktivität sein. Wir nehmen wieder die Größen, die wir als energietragende Größen an den Bauelementen L und C interpretieren können. Und der zweite Systemzustand wird die Kondensatorspannung sein, die wir hier auch gleichsetzen mit der Ausgangsspannung. Und wir haben als Eingang, wie auch beim Tiefsetzsteller, hier die Eingangsspannung UE als unsere Eingangsgröße. Das heißt tatsächlich bloß ein skalaren Eingangsgrößenvektor, wenn wir so wollen. Und daraus wollen wir jetzt hier die Zustandsgleichung ableiten. Im ersten Zustand sehen wir, dass UL gleich UE ist. Und das wird die Basis sein für die erste Differentialgleichung. Das heißt, wenn wir hier sagen, A, ersten Zustand UL ist gleich UE, folgt daraus L mal DIL nach DT ist gleich UE, beziehungsweise wenn wir das auflösen, DIL nach DT ist UE durch L. Und das ist jetzt von der Form Ableitung einer Zustandsgröße ist gleich irgendwas multipliziert mit den Eingangsgrößen, beziehungsweise mit den Zustandsgrößen. Das heißt, das wird die erste Gleichung für unsere Zustandsraumdarstellung in diesem Zustand sein, um die Systemmatrix A1 beziehungsweise die Eingangsmatrix B1 in diesem Zustand zu bestimmen. Um die zweite Größe zu bestimmen, gucken wir uns hier oben den Ausgangskreis an. Das heißt, wir haben hier den Strom IC und die Spannung UC. Die Spannung UC ist ja unsere zweite Zustandsgröße. Das heißt, wir werden jetzt versuchen, auch für diese eine Gleichung zu finden. Das heißt, die Grundgleichung des Kondensators benutzen. IC ist gleich C mal DUC nach DT. Und jetzt schauen wir, wie hängt der Strom IC mit den Zustandsgrößen beziehungsweise den Eingangsgrößen zusammen. Und dann sehen wir tatsächlich, der Ausgangsstrom IA, der bestimmt wird durchs Ohmsche Gesetz UA durch R beziehungsweise UC durch R,
ist bis aufs Vorzeichen gleich wie der Strom IC. Das heißt tatsächlich hier in Anführungszeichen der Knoten, der kein richtiger ist, sondern nur die Beziehung, dass IC gleich minus IA ist, nutzen wir aus, um jetzt hier die Differentialgleichung für die zweite Zustandsgröße abzuleiten. Das heißt, der Ansatz ist hier C mal DUC nach DT ist minus UC durch R. Und daraus folgt aufgelöst nach DUC nach DT, dass wir hier minus 1 durch RC mal UC haben. Und diese beiden Gleichungen jetzt bilden jetzt ein Differentialgleichungssystem, das im ersten Schaltzustand unsere Zustandsdifferentialgleichung ist. Das heißt, wenn wir das aufschreiben in dieser vektoriellen Schreibweise, IL-UC' auf der linken Seite ist A mal in Vektor Zustandsgrößen LUC. Und dann sehen wir hier in der ersten Gleichung kommt keine Abhängigkeit von den Zustandsgrößen vor. Das heißt, hier werde ich 0, 0 haben. In der zweiten Gleichung hingegen haben wir die Abhängigkeit drin, minus 1 durch RC mal X2 bzw. UC. Also haben wir hier 0 minus 1 durch RC in dieser Matrix A1. Und wir haben hier noch den einen Term in der ersten Differentialgleichung, der bildet jetzt hier einen Eintrag in unserer Eingangsmatrix B1 und wir haben dann hier den Faktor 1 durch L0, der mit dem Wert UE multipliziert wird und dann ist das hier für den ersten Zustand unsere Eingangsmatrix B1. Das war der erste Schaltzustand. In ähnlicher Art und Weise werden wir jetzt über die Grundgleichung von Induktivität und Kapazität auch im zweiten Schaltzustand versuchen, eine Zustandsdifferentialgleichung abzuleiten und die werden wir danach mitteln. Das heißt, jetzt schauen wir hier ins Ersatzschaltbild für den zweiten Schaltzustand. Wir werden jetzt genauso wieder vorgehen. Das heißt, wir werden wieder die Spannung UL bestimmen, um auf eine Gleichung für L DIL nach DT zu kommen. Das heißt, das können wir jetzt schon auf die linke Seite zunächst schreiben. L mal DIL nach DT, was UL ist, ist jetzt, wenn wir diese Masche hier betrachten, minus UC. Ja, wenn wir hier die Masche einzeichnen, sehen wir UL plus UC ist gleich 0. Also ist das hier minus UC. Das ist aber unsere zweite Zustandsgröße. Das heißt, wir sind schon quasi fertig. DIL nach DT ist im zweiten Zustand dann minus 1 durch C mal UC. Und jetzt schauen wir hier an, wieder für den Kondensator. Auch hier wird der Ansatz sein, wir gehen wieder über den Strom durch den Kondensator, um diese Gleichung IC ist gleich C mal DUC nach DT zu benutzen, um diese Ableitung unserer Zustandsgröße zu kriegen. Das heißt, ich setze an C mal DUC nach DT, der Strom durch den Kondensator, ist jetzt hier, wenn wir den Knoten K hier oben betrachten, die Differenz aus IL minus IA. IA ist wiederum UC durch R. Also werden wir hier haben IL minus UC durch R. Und auch das können wir auflösen, weil wir sehen jetzt, der Strom durch den Kondensator hängt ab von den beiden Zustandsgrößen. DUC nach DT ist dann also 1 durch C mal IL minus 1 durch RC mal UC. Und auch hier können wir jetzt die Zustandsdifferentialgleichung für den zweiten Zustand aufschreiben. IL-UC' ist dann jetzt 0 minus 1 durch C, 1 durch C minus 1 durch RC mal den Vektor der Zustandsgrößen IL-UC plus jetzt einen zweiten Vektor 0, 0 mal UE. Das heißt, wir haben dann hier diese Systemmatrix A2, hier drüben die Eingangsmatrix B2, die eigentlich wieder ein Vektor wäre. Und können jetzt durch Mittelung im dritten Schritt das nichtlineare Großsignalmodell hier bestimmen. Das heißt, wir machen jetzt das eigentliche Averaging und bilden jetzt das gemittelte Modell. Das heißt nochmal zur Wiederholung von der Form x' ist gleich a1 mal d plus a2 mal 1 minus d mal x plus b1 mal d plus b2 mal 1 minus d mal u. Jetzt wollen wir das hier ausgehend von dieser Gleichung entsprechend zusammenfassen. Das heißt, wir werden jetzt diese Matrizen, die wir oben ausgerechnet haben, mit dem Tastverhältnis mitteln und dann aufaddieren. Achtung, wir können hier im Prinzip die gemittelten Werte für das Tastverhältnis nehmen, ebenso wie den gemittelten Zustandsvektor und den gemittelten Eingangsvektor. Dann sieht das wie folgt aus bei uns. Der Vektor der Zustandsgrößen ist IL Mittelstrich UC Mittelstrich gleich und jetzt A1 mal D Mittel ist 0, 0, 0 minus 1 durch RC mal D Mittel plus die Matrix A2, das ist 0 minus 1 durch L 1 durch C minus 1 durch RC mal 1 minus D Mittel jetzt. Das Ganze dann multipliziert mit dem Vektor der Zustandsgrößen IL Mittel UC Mittel und dazu jetzt addiert dieser zweite Term B1 mal D Mittel, das ist 1 durch L
0 mal die Mittel plus, und jetzt den Vektor, der leer ist, 0, 0 mal 1 minus d Mittel. Und das Ganze multipliziert mit unserer gemittelten Eingangsspannung UE Mittel. Und jetzt können wir das noch zusammenfassen. Das heißt, wir sehen hier, wir werden das jetzt als eine Matrix schreiben. Genauso können wir hier den zweiten Term weglassen, um das etwas kompakter zu schreiben. Das heißt, unser nichtlineares Großsignalmodell sieht dann wie folgt aus. Auf der linken Seite IL Mittelstrich, UC Mittelstrich gleich. Und wenn wir jetzt die Matrizen zusammenfassen zu einer, dann kommen wir hier auf 0 minus 1 minus D Mittel durch L. 1 durch C mal 1 minus D Mittel durch C. Und hier minus 1 durch RC kommt in beiden Termen vor. Also bleibt hier bloß minus 1 durch RC übrig, mal IL Mittel UC Mittel. Plus, jetzt hier bleibt nur der eine Term übrig, 1 durch L. Bringen wir das D-Mittel dort rein, D-Mittel durch L 0 mal UE. Und das wäre jetzt hier diese nichtlineare Zustandsraumdarstellung für diesen Hochtiefsatzsteller. Tatsächlich deswegen nicht linear. Wir haben jetzt hier in diesen Matrizen eine weitere Zeitfunktion, diesen Mittelwert des Tastverhältnisses D-Mittel drin. Das heißt, wenn wir es ausmultiplizieren würden, würden wir hier Produkte von Zeitfunktionen kriegen. Und das ist dann eine nichtlineare Signalabbildung. Deswegen haben wir hier sozusagen ein System aus zwei nichtlinearen Differentialgleichungen erster Ordnung, die unser Systemverhalten eigentlich beschreiben würden. Und wir müssten jetzt diese Linearisierung durchführen, um zum Beispiel zu den Kleinsignalübertragungsfunktionen